Für das Areal der jetzigen Kulturfabrik und dem einstigen Obdachlosenheim gibt es offenbar neue Nutzungspläne. Ein pathologisches Institut aus Hoyerswerda will dort neu bauen. Geplant ist laut Stadtverwaltung ein Logistik- und Lagergebäude sowie ein Wohnhaus zu errichten. Die nötige Änderung des Bebauungsplanes soll auf Kosten des Investors erfolgen. Ein entsprechender Vorvertrag ist vom Stadtrat genehmigt worden.